Buonasera, 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 meine Freunde, Schalker-Freunde, hier ist der Schalker wieder. Ja, der Baum ist gefallen. Nicht mein Baum, nur zur Info, nicht mein Baum. Ja, haben sie den Baum entlassen, habe ich gerade alles mitgekriegt. Später Stunde, ich habe mir vorhin die Pressekonferenz angeschaut von Jochen Schneider und den Hüb. Und erstmal ein Dankeschön trotzdem an den Baum, auch, dass ich den auch die letzten zwei Tage ich gesagt habe, der Baum muss weg, aber nichts gegen ihn persönlich, es geht um unseren Verein. Und wenn du siehst, was jetzt passiert ist, auch in das letzte Spiel, da war kein, weiß ich nicht, gar nichts mehr, ob das, mir kam das so vor, ob die gegen den Trainer gespielt haben oder der Trainer hat nicht mehr den Zug gekriegt an der Mannschaft, viele nicht mitgezogen. Und der Baum, muss man ja auch sagen, wir müssen ehrlich sein, er hat an der Außenlinie wirklich alles versucht. Aber wenn die Mannschaft nicht mitzieht, dann kannst du, glaube ich, jeden Trainer der Welt dahinstellen mit dieser zurzeit Gurkentruppe. Gurkentruppe. Trotzdem nochmal vielen Dank an Manuel Baum. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Mannschaft mehr Erfolg hast. Nur leider müssen wir wirklich an unserem Verein denken. Ist so, da können wir nicht jetzt sagen, weil du ein Korrekter bist, du kannst noch bleiben. Jetzt ist es wichtig, unseren Verein zu retten. Jetzt haben wir wieder den Hüb. Aber der Hüb hat ja gesagt, er ist nur für die beiden Spiele. Aber man hat ihn gefragt, ob er weitermacht. Wie hat er es gesagt? Schauen wir mal oder lasst mal schauen. Oder irgendwie, lasst euch überraschen. Werden wir mal sehen. Aber jetzt müssen wir die ganze Energie für die letzten zwei Spiele. Dann die kurze Pause, ganz kurze Pause. Am 3. Januar spielen wir dann direkt gegen Berlin. Jetzt die letzte Woche, die ganze Energie für die letzten zwei Spiele alle zusammen nehmen und versuchen da die beiden Spiele zu gewinnen. Und wenn einer jetzt gesehen hat, wie der Hüb Stevens geredet hat, es wird schwer. Es wird jetzt hier kein komm raus, wir gewinnen. Viele denken sich, jetzt machen wir den Trainerwechsel und jetzt gewinnen wir. Nein, es wird schwer, es wird schwer. Jetzt, da hat der Schneider aber es auch gut erklärt, jetzt hängt das von der Mannschaft ab. Jetzt muss die Mannschaft zeigen. So, und der Hüb erkennt das Abstiegscharakter, da zählt nur noch Kampf, Leidenschaft, alles. Du musst jetzt alles in eine Waagschale reintun und jetzt brauchst du Spieler, die Eier haben. Ist so, die Eier haben. Und er hat ja gesagt, er will nicht viel ändern. Gehe ich mal davon aus, er wird auch nicht so viel ändern. Aber da der Omar Maskell, denk mal, er wird nicht spielen. Bin ich gespannt, wie der aufstellen wird. Da bin ich wirklich gespannt, wer in eine Startformation kommt. Jetzt ist das wirklich, wird eine Überraschung sein, denke ich mal. Und jetzt an allen Schalker, morgen müssen wir alle die Daumen drücken. Das wird kein Spaziergang, bin ich ehrlich. Jetzt haben wir den Trainerwechsel. Und das heißt nicht, dass wir jetzt morgen gehen und hauen die einfach aus der Arena raus. Nein, es wird ein verdammt schweres Spiel und da bin ich mir 100% sicher. Und mir gibt die Hoffnung, ich habe ja gesagt, wenn der Baum Trainer ist gegen Bielefeld, verlieren wir. Jetzt ist der Hüb der Trainer und jetzt habe ich wieder die Hoffnung, dass morgen wirklich, wirklich die Mannschaft gefordert ist. Die Mannschaft und jeder einzelne Spieler muss morgen mit Leidenschaft spielen. Ja, was können wir sagen? Drücken wir morgen unsere Mannschaft die drei Punkte. Ich gebe auch keinen Tipp ab, weil will ich, möchte ich nicht, weil lassen wir uns morgen überraschen, wie die Mannschaft auftreten wird. Aber ich weiß ganz genau, auf der Trainerbank mit dem Büskens und dem Hüb sind zwei Schalker, die mit Leidenschaft die Mannschaft anpeitschen werden. Und wir vor dem Fernseher die Daumen drücken und alles geben, damit unsere Mannschaft morgen die drei Punkte holt. Meine Freunde, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu sagt, zu Hüb. Ich denke mal, alles positiv, aber trotzdem, morgen müssen wir alles in die Werkschale setzen. Ich bin guter Dinge mit dem Hüb, aber warten wir morgen erstmal ab. Deswegen gebe ich keinen Tipp. So, dann morgen hoffen wir auf die ersten drei Punkte. Hoffnung stirbt zuletzt und wir Schalker haben die Hoffnung nie. Wir geben nicht auf. Der Hüb ist da. Ja. Schönen Abend noch hier. Ciao.